Servus Leute, in diesem Video soll es um Übungen zu gebrochenen rationalen Funktionen gehen. Wir schauen uns vor allem den Definitionsbereich, Nullstellen und senkrechte Asymptoten. Zwar zu der Aufgabe 1, ihr seht ein Sternchen, das heißt, es ist einfach eine einfache Aufgabe. Und die Aufgabe lautet, bestimme den maximal möglichen Definitionsbereich und alle Nullstellen von f. F von x ist gleich minus 3x durch 2x² minus 18. Jetzt könnt ihr entweder Pause drücken und versuchen, die Aufgabe selber zu lösen, oder ihr schaut euch das Video weiter an und schaut euch auch gleich den Lösungsweg zu dieser Aufgabe an. Das erste, was wir herausfinden müssen, ist den maximal möglichen Definitionsbereich, müssen wir bestimmen. Im Hinterkopf solltet ihr behalten, dass der Nenner nie 0 sein darf. Aber damit ich trotzdem den Definitionsbereich bestimme, muss ich ja sogenannte Definitionslücken herausfinden und diese bekomme ich, indem ich meinen Nenner 0 setze. Ich setze also meinen Nenner 0 und bringe jetzt erstmal die 18 auf die andere Seite rüber. Erhalte ich 2x² ist gleich 18, dividiere ich das Ganze durch 2, x² ist gleich 9 erhalte ich, ziehe ich die Wurzel dann davon und bei dem Wurzelziehen dann immer beachten, ihr habt zwei Lösungen, also Plus und Minus. Und bekomme x1 ist gleich minus 3 und x2 ist gleich 3. Somit weiß ich jetzt auch, was mein Definitionsbereich ist, und zwar alle reellen Zahlen außer minus 3 und 3. Zu dem zweiten Teil der Aufgabe ist, wir müssen die Nullstellen bestimmen. Und vom Video davor wissen wir, wenn wir die Nullstellen bestimmen müssen, müssen wir die Funktion gleich 0 setzen. Und anschließend spare ich mir den Schritt, das mit dem Nenner, und setze gleich meinen Zähler gleich 0. Also den Zähler gleich 0 setzen, minus 3x ist gleich 0, geteilt durch minus 3 und erhalte ich x gleich 0 und somit habe ich auch unsere erste Aufgabe schon gelöst. Dann kommen wir zu der zweiten Aufgabe, zu der mittelschwierigeren Aufgabe und die lautet, bestimme den maximal möglichen Definitionsbereich und alle Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen und senkrechte Asymptoten von g. Folgende Funktion ist gegeben. Und das erste, was wir herausfinden müssen, ist, wir müssen wieder den maximal möglichen Definitionsbereich bestimmen. Also wieder den Nenner gleich 0 setzen. Und in diesem Fall gebe ich euch noch den Tipp. Der Nenner sieht jetzt deutlich komplizierter aus als davor. Und wir sehen, wir haben zwei Klammern und zwischen diesen Klammern befindet sich ein Malzeichen. Also wir haben eigentlich im Prinzip ein Produkt. Und die eine Klammer ist ein Faktor und die andere Klammer ist auch ein Faktor. Wenn eine Klammer 0 ist, dann ist es sowas von egal, was meine andere Klammer ist, denn ich halte eh 0. Also wenn x² minus 2 0 ist, dann ist es sowas, dann erhalte ich 0. Und wenn x plus 3 0 ist, dann erhalte ich so oder so im Nenner 0. Also ich setze jetzt erstmal meinen Nenner 0 und betrachte die Klammern einzeln. Also ich setze erstmal x² minus 2 hoch 2 ist gleich 0, ziehe ich die Wurzel davon und bekomme x² minus 2 ist gleich 0. Dann plus 2. x² ist gleich 2 und wieder beim Wurzelziehen bitte beachten Plus- und Minuszeichen und bekomme x1 ist gleich minus Wurzel 2 und x2 ist gleich Wurzel 2. Dasselbe mache ich dann auch für x plus 3, also x plus 3 wieder 0 setzen und bekomme am Ende x3 ist gleich minus 3 raus. Und jetzt habe ich auch gleich meinen Definitionsbereich und dieser lautet alle reellen Zahlen außer minus 3, minus Wurzel 2 und Wurzel 2. Dann muss ich noch meine senkrechten Asymptoten bestimmen und ich habe jetzt absichtlich mit den senkrechten Asymptoten weitergemacht, denn das ist eigentlich geschenkt, weil meine senkrechten Asymptoten sind ja eigentlich nichts weiteres als meine Definitionslücken, die ich ja jetzt gerade eben ausgerechnet habe. Heißt, ich weiß jetzt, dass meine senkrechten Asymptoten x1 ist gleich minus Wurzel 2, x2 ist gleich Wurzel 2 und x3 minus 3 sind. Jetzt muss ich also jetzt nur noch die Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen bestimmen. Heißt, es gibt zwei Schnittpunktarten. Es gibt der Schnittpunkt mit der y-Achse. Um diesen herauszufinden, muss ich einfach in meine Funktion 0 einsetzen. Also statt x schreibe ich einfach 0 hin. Und den zweiten, meine Schnittpunkte mit der x-Achse, beziehungsweise auch die Nullstellen. Und die berechne ich einfach, indem ich entweder y, beziehungsweise meine Funktion einfach 0 setze. Zu meinem ersten Teil. Ich setze also jetzt einfach in meine Funktion 0 ein und erhalte dann am Ende ein Drittel. Jetzt beachten, ihr müsst Schnittpunkte angeben. Bei Schnittpunkten reicht es nicht, wenn ihr nur ein Drittel hinschreibt, sondern ihr müsst wirklich einen Punkt angeben. In diesem Fall sy ist 0 und ein Drittel. Das ist ja ein Punkt. Dann zu dem zweiten Teil, die Schnittpunkte mit der x-Achse.
Ich setze also meine Funktion gleich 0 und ich weiß, den Nenner kann ich mir sparen und kann gleich meinen Zähler nur 0 setzen und löse das Ganze jetzt nach x auf und erhalte x ist gleich minus 2. Ich muss jetzt einen Schnittpunkt angeben, gebe somit sx minus 2 0 an. Das war's dann auch schon für dieses Video. Wenn ihr mehr Übungen bzw. mehr solche Videos haben wolltet, dann schreibt es einfach in den Kommentaren. Oder falls es noch Unklarheiten gibt, könnt ihr das auch gerne machen. Und vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.